Hallihallo, hier ist der Gusua wieder mit einem Video und mir platzt gleich der Arsch. Aber erstmal kommt natürlich das Intro. Ja, so, Arsch geplatzt. Und zwar, guckt mal ganz kurz, ich weiß nicht, nee, der Look ist gar nicht mehr zu sehen, leider. Tut mir leid. Ja, so eine Sache halt, was wirklich einfach nicht geht. Hondo hat angefragt, fragte halt, also es, und es geht einfach nicht darum, oh ja, das ist Hondo, das ist ja der, den ich kenne und so weiter und so fort. Nein, es geht einfach darum, er sagt, ey, hier für ein CW, ich will einen Lavahund. Kein Thema, wird ein Lavahund gebastelt. So, haben wir einen Lavahund und kriegen ihn nicht los, weil wieder irgendein Depp irgendwelche Truppen gespendet hat, wo ich echt sage, so wird das nichts. So wird das wirklich nichts. Oder hier Donald oder Donald, je nachdem, hat angefragt, er will zwei Hexen. Normalerweise würde ich auch sagen, ja gut, okay, zwei Hexen, die kannst du dir mal im Wald suchen. Die sind meistens bei den Knusperhäuschen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Ja, aber wenn man die halt für ein CW haben will, gut, okay, und man warten kann, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Dann soll man auch diese Hexen bekommen. Hallo. Ich kenne dich sogar, Enes. Ja, und da sah ich dann wirklich, warum? Also wie gesagt, klar, man kann sich verklicken und sowas, alles in Ordnung. Bis wie gesagt, das ist halt einfach mega nervig und da muss dann wirklich auch was passieren und da werde ich auch einfach wirklich mal herzhaft Leute rauswerfen. Einfach mal so just for fun. Aber hier sehe ich gerade 2K Dunkles. Ich habe, ja, hier, ihr seht selber, ist ein bisschen fail. Ich habe ein bisschen viele Mauerbrecher, was natürlich totaler Blödsinn ist. So viel braucht man natürlich auf keinen Fall. Aber noch eine andere Sache. Ja, komm, hier, da können wir natürlich dann auch mal einen Mauerbrecher verwenden, um die CB zu locken. und zwar kommen wir dazu gleich. Ich hau gleich mal ein paar mehr raus hier. So, jetzt hau ich hier mal so. Da. Und nochmal ein paar Riesen. Egal, scheiß drauf. Jetzt spamme ich die alles. Mir jetzt scheißegal, weil weg sollen sie eh. Und genau, kommen sie sogar noch raus. Einwandfrei. Ah, da ist der Magier. Der Magier. Ich hoffe, der macht da noch ein bisschen. Ja, genau, geil. Cool. Nee, King droppe ich noch nicht. Aber die hier, na, wie nennen sie sich? Riesen. Und hier auch wieder natürlich viel zu viele gespammt, ganz klar, aber drauf geschissen, weil sie müssen weg und sie müssen einfach mal Chaos verursachen. Jetzt könnte ich eventuell langsam mit meinen Kubis, obwohl, na, ah, schade, das hat noch nicht gereicht, also die gehen nach außen rum, das kotzt mich natürlich leicht an. Was haben wir hier drinne? Ich glaube echt, ich werde gleich den Lavahund loswerden müssen. King, ja, den ragen wir mal. Ah, das wäre ziemlich geil, wenn der Drache jetzt einfach sagt, ey, komm, ich bleib in dem Bereich und mach hier erstmal alles schön kaputt. Habe ich die Queen überhaupt schon gesetzt? Nee, die Queen habe ich noch nicht gesetzt. War klar, dass sie da in... War klar, weil, ja, ist halt so. Ja, genau, das wäre ziemlich... Aber der Magierturm ist da. Der Magierturm ist da, von daher wird der mir richtig auf den Sack geben. Klar, logisch. Queen, geh bitte rein. Na, ah, nee, das wird... Na, jetzt kann ich nur noch hoffen, wirklich, dass der Drache da so ein bisschen was an den Start bringt. Bitte nicht aufs Gold, bitte nicht aufs Gold. Ja, natürlich gehst du aufs Gold, du dumme Sau. Ich könnte jetzt mit dem Lavahund tackeln, aber ich habe da keinen Bock drauf. Den Lavahund, den möchte ich wirklich im CW spenden. Ah, das ist schade. Ja, schade. Ihr guckt jetzt gerade nicht hin, bitte. Nicht hingucken. Das, was ich jetzt gemacht habe. So. Ja. War natürlich schade. Ich hätte wirklich so gerne das Dunkle da gekriegt. Ich meine, ein bisschen habe ich ja, aber längst nicht alles. Ah, egal. Wie gesagt, also das kotzt mich halt megamäßig an. Und eben auch dieses... Ich muss mal gleich reingucken, jetzt beim CW. Dass die CBs halt noch nicht
nicht mal ansatzweise voll sind. Wie gesagt, die sollen halt nur von guten Leuten gespendet werden, klar. Aber wenn ich jetzt hier gucke, wir haben noch 45, nee, 49 Minuten. Was ist denn hier drinne? Was bitte? Nichts? Wie will man denn so einen Krieg gewinnen? Hier. Also, ich weiß nicht, wie das geht. Ich meine, ich bin nicht dabei, ihr wisst da selber, deswegen kann ich halt eben auch nicht spenden. Logisch, ich bin Kriegszuschauer. Schade. Hier, sowas ist richtig. Hier, Hexe, zack und fertig. Aber wie gesagt, das wird nichts. Und da muss, wie gesagt, da wird danach, dann werden da auch wirklich, werde ich erstmal komplett aussortieren, wirklich die, die ich halt wirklich kenne. Das ist dann auch nicht irgendwie negativ für diejenigen, die wirklich, wie soll ich sagen, die nicht daran schuld waren, sage ich mal. Aber wird dann erstmal wirklich knallhart aussortiert. Zack, 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 raus und fertig. Und dann nochmal, nicht ein Neustart, ne, ja doch ein Neustart, aber eben halt den Clan selber muss man natürlich jetzt nicht einfach zumachen oder sowas, beziehungsweise einfach komplett wegschmeißen, weil, sind wir ehrlich, immerhin, Clan Level 3 wären wir ja schön blöd, wenn wir jetzt hier in die Clan-Vorteile reingucken. Ich meine, wir hatten ja beim ersten Mal halt die 15 Minuten, war schon ziemlich geil mit dem Lagerplatz. Gut, okay, interessiert uns nicht wirklich. Aber halt hier nochmal 20% Truppenkosten. Naja, was will ich denn mehr? Ja, also hier mit den 6 Truppenspenden, gut, okay, ist nice. Interessiert mich nicht so ganz wirklich doll. Aber das hier wäre natürlich auch ziemlich geil. Ja, das ist schon ziemlich nice. Aber in dem Bereich, da kommen wir ewig noch nicht hin. Was ja aber auch nicht weiter wild ist. Bloß wie gesagt, es wäre jetzt schade, das halt einfach wegzuschmeißen sozusagen. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch für Angriffe haben. Und der Scheiß King geht nach außen. Ja, das kennen wir. Ist ja nicht so, dass uns das nicht passiert, wa? Ja, achso, noch eine andere Sache, aber wie gesagt, kann ich ja jetzt nebenbei sagen, ist wirklich das, dass ich echt mittlerweile noch lieber am PC spiele als auf dem Handy. Weil wie oft ist euch das passiert? Ihr wolltet eine Truppe wechseln, habt's halt verpeilt, es sollte schnell gehen und ihr habt immer noch die gleiche Truppe. Was weiß ich, ihr habt gerade Mauerbrecher gesetzt, wollt jetzt Goblins setzen und es geht nicht. Weil ihr das am Anfang gar nicht schneidet und zack sind die, was weiß ich, 8 Mauerbrecher weg, weil ihr halt dachtet, okay, ich spamme jetzt mal ein paar Kobis. Schade. Und das ist natürlich dann echt Ultra-Fail. Und das passiert dir halt eben beim Rechner nicht. Weil da klickst du und dann ist gut. Dann hat er das genommen. Ja, ärgerlich, ärgerlich, aber klar, war ja logisch. Ich meine, wenn die hier in dem Bereich sehen, oh, hier ist eine Goldmine, gehen sie natürlich da drauf, klar. So, jetzt könnte man wieder von unten theoretisch spammen, dann würde es gehen. Dann würde man das Gold ziehen können. Bin ich mal gespannt, was hier passiert. Nee, das hätte ich. Ich wäre von oben, von unten einfach. Also, gehupft wie gesprungen, bloß die Sache ist halt eben die, es ist halt noch mehr Gold am Start. Da würde ich mir dann schon das Gold schnappen. Aber okay. Das macht jeder, wie er möchte. So, ich muss mal hier wieder ein bisschen in Position bringen. Ich guck mal, wer noch was geschrieben hat hier. Lord Lysacraft. What, mit Level 45? Also, dass du jetzt
im Bereich des Rushens bist, wirst du bestimmt sehen. Aber wow. Also, wie gesagt, gerusht halt, aber die Sache ist die, ich meine, mit 45 schon King am Start. Ich meine, der Rest ist noch low, ganz klar. Also es ist typisch hochgerusht auf jeden Fall. Aber schon King und ich meine, die Mauern sind jetzt für 45 echt geil. Also da braucht man jetzt nicht sagen, hä, wieso, warum, wieso, wieso. Aber ich muss das mal dann ansonsten mal vergleichen mit meinem Account. Ich bin, glaube ich, irgendwie bei 50 oder so. Krass, Alter. Okay. Also mein zweiter Account halt. So. Guzalu, ja, gucken wir mal, was wir hier an Loot haben. Ja, okay. Und aber halt Bartsch wieder. Wie gesagt, gut, ist nicht jetzt hier so, schade, schade. Jeder freut sich über so einen Gegner. Und da sind die Truppen halt auch vollkommen richtig, aber halt. Ja, man kennt es halt. Also ist so, wie soll ich sagen, der typische Fact, ich fahre mit dem Auto. Klar, es ist eine coole Nummer, logisch. Es ist cool, Auto zu fahren, ja, ganz klar. Aber es macht halt jeder und es ist nichts Norm, also es ist nichts Unnormales. So ungefähr kann man es sich vorstellen. Wenn man natürlich dann beim Autofahren ein bisschen driftet und das noch richtig gut drauf hat und nicht sich aufs Maul legt und wie auch immer, dann ist das natürlich wieder ein Video wert. So eine Sache halt. Einfach nur um zu verstehen, aha. Deswegen halt, ja, geil. Hier, das ist zum Beispiel dann wieder, wo wir dann sagen, gut, okay, das sind dann eben 660k, die man ziehen kann. Und dann ist das schon wieder so geil. Und dann ist das halt eben wieder so, ja, richtig cool. Zumal es auch mega easy hier war. Das war hier so richtig, richtig easy. Und jetzt noch im oberen Bereich hier noch schön wegballern. Das wäre ziemlich cool. Zumal Kobis würden natürlich richtig schön rein. Klar, ich meine, müssen abgelenkt werden. Aber ansonsten, was sagt mein Handy? Mal schauen. Meine Zaubersprüche sind bereit für den Kampf. Boah, das gucken wir uns gleich mal an, ob die bereit sind. Also ich gehe mal davon aus, du willst jetzt halt noch die 50 ziehen, logisch. Aber warum hier nicht die 300 bzw. knapp 400 noch mitnehmen? Jetzt fängst du an. Schritt in die richtige Richtung. So mögen wir das. Ganz genau. Aber da halt noch. Schade. Also, ist natürlich ein Nörgeln auf hohem Niveau. Ist natürlich eine geile Leistung auf jeden Fall. Ich hatte mal jemanden, der hieß auch Janko. Und zwar war der in der Feuerwehr in Neu-Hardenberg. Yeah! Nee, und zwar folgende Sache, der war älter als ich. Ich sag mal so. Ja, ich würde mal so sagen, 3 Jahre oder so. Und ich war ja noch ein kleiner Stüppi. Und zwar ging es darum, ich hatte eine Freundin. Sie war 6. Klasse, ich war 5. Klasse. Yeah, war ja klar. Ich meine, der Guso hat immer Ältere gehabt. Bäm! So, und ja, genau hier zeige ich euch gleich nochmal den Angriff. Aber folgende Sache. Er war halt dann mit meiner dann Ex-Freundin zusammen, die ja älter war als ich, ein Jahr. Und wir gehen hier gleich mal gleich richtig los. Und dann war folgende Sache, die, ich will das nur ganz kurz erklären. Dann brüstete er sich so ein bisschen, naja, hier, ist ja jetzt meine Ische und wie auch immer. Und ich dachte mir, ja, gut, okay. Und kurz danach war sie natürlich wieder mit mir zusammen. Bäm! Und er so, naja. Und hast du noch mal was von ihr gehört und sowas? Irgendwie so sind wir da ins Gespräch gekommen.
Also ich bin mit ihr zusammen. Und da hat er es mal gemacht. Ja, der kleine Gusua war vorher schon ein schlimmer Finger. Ja, nee, aber deswegen kenne ich halt den Namen Janko. So viel dazu. So, legen wir los. Also ging natürlich darum, dass ich hier 2,7K waren es, glaube ich, genau, Dunkles kriegen konnte. Und ich dachte mir auch, gut, okay, logisch, Magiertürme müssen erstmal weg, weil die natürlich Fläche ohne Ende machen. Und dachte mir, gut, okay, zwei Magiertürme weg, erstmal kurz gucken, klar könnte ja eine Bombe da sein. Und dann halt mit einem Riesen halt. Weil wir haben hier nur Fläche, klar, hier ist Einzelschaden, da ist Einzelschaden, aber ansonsten halt wirklich Fläche. So, klar ballern die natürlich los, logisch. Dann ein paar mehr Riesen gedroppt, logischerweise, dass die sich darum kümmern. Und dann King und Queen. Und dann einfach schön Kobis. Zack, oh, Dunkles weg. Und dann habe ich halt eben probiert, naja, geht vielleicht noch irgendwie was mehr. Aber da ging natürlich nicht weiter was. Aber ganz ehrlich, ich meine, knapp 2K, ganz ehrlich, die nimmt man noch mit, oder? Also, ist meine Meinung. Fand ich jetzt so nicht verkehrt. Dann hatte ich noch ein bisschen probiert, hier genau da noch ein bisschen Alex zu ziehen. Hat mir dann auch noch geglückt. Also ist mir dann auch noch geglückt. Fand ich richtig cool. Also das war ganz nice. Und wie gesagt, hätte ich da diesen verkackten Lava-Hund, auf den ich ja vorher schon zu sprechen gekommen bin, nicht drin gehabt, sondern noch andere Truppen, hätte ich da natürlich noch mehr reißen können. Aber es war nun mal nicht möglich. Posteingang. Richtig. Nova nach dem CW wird auch gnadenlos. Hahaha. Gekickt. So, also wie gesagt, dass sowas halt klar geht. Weil ich möchte es halt nicht. Also immer wieder auch dieses, ach so, hier, das war eine Verteidigung vom Nova, der hat die Base selber gebaut, hat er gesagt. Und erstmal drüber geguckt und dachte mir auch echt, hey, geiler Shit. Also echt, cool. Mal gucken, ob der ihn jetzt, auseinandernehmen will. Da eine Bombe, richtig cool. Nimmt die Riesen da auseinander. So, Alex, denke ich mal, wollte er nicht so krass haben, beziehungsweise mit ein bisschen was musste er locken, sage ich mal. Und der Gegner ist jetzt auch nicht so mega low, also der hatte auch gute Troops. Das ging. Also einwandfrei bis jetzt. Klar, jetzt sind sie so ein bisschen am Alex dran. Ja, super. Also wenn es so bleibt, sage ich mal, wenn er wirklich nicht mehr raushauen kann. Ja, jetzt probiert er halt noch hier die 50% zu machen. Beziehungsweise Rathaus zu snipen. Und das war's. Das ist gut. Also da sieht man halt wirklich, wenn man sowas öfter hat hintereinander, sagt man sich natürlich echt geil. Geile Nummer. Auf jeden Fall. So, das soll es auch jetzt erstmal gewesen sein, weil ich will nicht wieder riskieren, dass meine Aufnahme wieder durcheinander kommt. Ich wünsche euch was, reingehauen und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.